Krebskind, herzlich willkommen bei Glücksfreak. Schön, dass du da bist. Janine, wir gucken jetzt hier viele Energien, die ich jetzt hier lesen darf, und zwar bis Ende Dezember. Okay, das wäre der 11.11.-Portal, der vierte Super-Vollmond, und zwar im Zeichen Stier. Saturn, der wieder direkt läuft, und am 1. Dezember Neumond im Schützen. Unter anderem diese gesamten Energien bis Ende des Jahres, die jetzt wirken. Was das alles individuell und für uns als Kollektiv noch bedeutet, sehr gerne in ein, zwei Wochen einfach wieder reinschauen. Okay, da würde ich gerne ein bisschen mehr über den Dezember an sich auch erklären. Also, lass uns zu dir kommen, Krebskind. Also, ich bin hier mit einer Gruppe definitiv verbunden. Großes Kino, großes Kino. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr, sehr, sehr anstrengend für den einen oder anderen gerade ist. Hier möchten echt Neubeginne oder hier zeigen sich im Feld wirklich Neubeginne. Es ist jetzt ein Prozess von den nächsten Wochen noch. Wo fange ich an? Ich würde gerne über die zwei Heilpflanzen was sagen, die hier für dich als Signatur da sind. Die eine ist mir sehr geläufig. Ich komme aus Peru, aus Südamerika, und das ist diese Jergón Sacha. Und diese Heilpflanze ist bei uns, bei den indigenen Völkern oder in unserer Kultur insofern sehr wichtig, weil sie zum Schutz dient und auch als Neutralisator sämtlicher niederen Energien. Und ich merke hier schon, das ist so ein bisschen wie die Turmkarte, richtig? Hier ist eine Schlange, die wickelt sich hier rum. Zeigt mir schon, dass hier einige, ob es jetzt für dich persönlich Suchtgeschichten sind, Giftstoffe sind. Ich spüre aber bei sehr vielen, dass es sich um Menschen, um Beziehungen, vielleicht ein Arbeitsumfeld handelt, dass da einiges sehr, sehr Toxisches ist, und das darf echt gehen. Also es fühlt sich wirklich bei einigen tatsächlich richtig, richtig unangenehm an. Ja, bleib bei mir. Es sind nicht alle Gruppen, die ich gerade lese, aber es geht generell für alle hier um die Harmonie, die wieder einkehren möchte. Okay? Es ist die Heilpflanze der Transformation, die sowohl Zerstörung als auch Auferstehung bewirkt. Also großes Kino, schöne Geschichte, aber am Anfang klingt das alles so ein bisschen buh, ne? Dann haben wir die Scharfgabe. Und sie ist da, um die Ausgeglichenheit zu schenken. Ihr könnt gerne mit euren Heilpflanzen auch arbeiten. Das sind ja die Tools, die Spirit euch hier gerade gibt auch, ne? Sie dient nämlich interessanterweise auch als seelischer Schutz. Ja, und es geht darum, dass sie dich jetzt erinnern möchte, in kommender Zeit auch feste Grenzen zu setzen, um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das Interessante ist, dass das Thema Gleichgewicht wirklich sehr, sehr oft hier kommt, und zwar als Neubeginn auch. Also schon die Geburt, ja, die Schwangerschaft, du bist schon, fühlt sich so an, so im 8., 9. Monat. Ja, hier möchte wirklich etwas Neues kommen, und zwar, ich glaube, für viele von euch hier diese Harmonie. Und auch wirklich dieser Neubeginn in puncto, ich entscheide mich jetzt wirklich für die guten Geschichten und für gute Sachen, für gute Menschen. Es, wenn sich Erzengel Michael nämlich noch zu allem Überfluss hier mit der Jergón Sacha, wenn die beide miteinander da sind, dann geht es immer um höchsten Schutz, und gerne darum bitten. Ihr seid sehr, sehr sensitive, oder du bist sehr, sehr sensitiv als Krebskind. Ja, ihr habt sehr, sehr guten 6. Sinn auch, 7. Sinn, mediale Fähigkeiten, was sich hier auch zeigt. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass du dich, wenn du Lust hast, gerne einfach morgens dich schützen vor niederen Energien. Laut diese Bitte ans Universum oder mit Erzengel Michael arbeiten und dann den Tag anfangen. Also hier kleben einige Geschichten an dir, die jetzt wirklich aber komplett, und das ist die gute Nachricht, das möchte sich in den nächsten Wochen wirklich von dir lösen. Gerne aber darum bitten, ansonsten wird es immer, ne, zieht sich der Prozess. Wir wollen das so schnell wie möglich hier alles gut hinkriegen, richtig? Und das, glaube ich, ist etwas, was du auch lernen darfst, jetzt wieder in die Verspieltheit zu gehen, dich jetzt wirklich nicht unnötig mit Dramen auseinandersetzen und dadurch diese festen Grenzen umsetzen, ja.
Ich habe auch wirklich den Eindruck, dass du die Kraft der Abgrenzung immer besser verstehen wirst und anwenden wirst, was dir wieder Leichtigkeit und Vertrauen schenken wird. Also, Erzengel Michael kommt mit seinem Schwert, ist auch da, steht auch zur Verfügung für dich. Streichen, klären, beseitigen. Also, es geht jetzt darum, diese Auswirkungen von vergangenen negativen Denkweisen wegzustreichen, egal was es ist gerade in deinem Leben, egal was stagniert, wo du unzufrieden bist. Krebskind, die Neugeburt kommt, gerne ein bisschen mehr in die Verspieltheit gehen. Das ist so die Geschichte, wo Spirit dir sagt, hier kommt eine große Verwandlung. Ja, und Khirgon Satcha ist nun mal die Vier als Signatur und die Vier ist immer emotionale und finanzielle Stabilität. Davor darf aber ein bisschen gerüttelt und geschüttelt werden an der Struktur in dir, damit etwas ganz, ganz Neues rauskommen darf. Für einige werden es auch vielleicht Seminare sein, wo du lernen darfst mit dir und mit deinen medialen Fähigkeiten auch noch ein bisschen, dass du da merkst, dass du ein bisschen da gepusht wirst, ja, in den kommenden Wochen. Für den einen oder anderen, das ist eine kleine Gruppe, ist mir bewusst, die medial auch schon arbeiten. Da geht es um die Bestätigung, dass du die natürliche Fähigkeit hast, Kontakte mit ganz lieben Verstorbenen aufzunehmen. Ja, und bitte pass gerne gerade auf, wie du dich ernährst und was du in deinen Körper tust. Dein Körper ist gerade und du bist gerade super, super sensitiv drauf. Es ist wirklich wichtig, in den kommenden Wochen, um wieder in die Gelassenheit gehen zu können, dass du da dein Gefäß gerne ein bisschen genauer betrachtest. Ja, nicht nur, was du in dir zu dir nimmst, was du liest, welche Filme du dir anschaust, sondern auch die Leute von außen. Ganz, ganz klare Botschaft hier. Hier geht es um Harmonie, hier geht es um Verspieltheit, das möchte wiederkommen, die Schafgabe. Hier haben wir einfach auch, ja, Spirit, der dir auch was Neues schenken möchte. Wir haben hier die Waage, ja, wir haben hier ganz klar die Neubeginne. Also es fühlt sich wirklich gut an und ja, falls das hier gerade deine Geschichte ist, falls dieser Turm gerade da ist, sei dir gewiss, dass es nur zu deinem Besten ist. Ja, weil nämlich, liebe Krebskind, der Koala ist da und diese Karte signalisiert nichts anderes, als dass der Allgeist einen Plan mit dir vorhat und das wirklich alles gerade nur zu deinem Besten passiert, auch wenn dein Verstand, und das wird er auch nicht greifen können, weil Magie findet nicht im Verstand statt, auch wenn dein Verstand das jetzt nicht greifen kann. Ja, du bist beschützt, bitte aber auch gerne darum. Lass uns gucken, was Spirit hier noch dieser wundervollen Gruppe sagen möchte. Irgendein Tipp, Spirit, bitte noch für die Krebskinder bis Ende Dezember. Es geht darum, deine Sensitivität auch wirklich zu respektieren, ja? Was gibt es hier noch? Also die Kraft der Abgrenzung, eine gute Sache hier. Schlag eine neue Richtung ein, ne? Und das ist auch diese Neubeginn. Und darum geht es. Du sortierst immer mehr aus und schaust, dass du für dich energetisch auch schön geschützt bist. Hier passiert eine Verwandlung. Keine Dramen bitte jetzt. Auf keinen Fall. Du bist gerade wichtig. Vergebung für den einen oder anderen. Lass uns gucken. Also schlag eine neue Richtung ein. Es geht in die Verspieltheit, genau. Das ist die Bestätigung. Es geht in die Harmonie. Der Allgeist hat einen wundervollen Plan. Sakralchakra, gerne da ein bisschen aufpassen, welche Nahrungsmittel, welche Chemikalien, welche Energien allgemein jetzt du zu dir nimmst. Liebe Mama Maria, gibt es noch für diese wundervolle Gruppe etwas? Hier passiert was Schönes, Neues. Echt schön. Ja, Optimismus. Merci. Ja, darum geht es. Das ist dein Schlüssel.
Die Verspieltheit, die Harmonie, der Allgeist hat einen Plan. Die Verwandlung, ja, Verwandlung, da muss es ein bisschen rütteln. Erzengel Michael steht zur Verfügung und sagt, ich streiche, kläre und beseitige gerne deine niederen Energien und von außen bitte mich darum. Ja, ich erwarte, dass gute Dinge passieren und sie passieren. Das ist genau das, was jetzt gelernt wird. Vielleicht bist du gerade dabei, vielleicht kommt das jetzt erst als Impuls durch dieses Reading. Das ist der Neubeginn. Schön, wirklich schön. Krebskind, ich wünsche dir für diese Verwandlung und für diesen Neubeginn ganz viel Optimismus, ganz, ganz viel Liebe, ganz viel Kraft, wirklich viel Humor. Ich weiß, das brauchen wir alle nämlich. Und wenn du Lust hast, hören wir uns in ein, zwei Wochen wieder. Vielen Dank für dein Like, wenn ich dich hier ein bisschen unterstützen konnte oder inspirieren konnte. Und bis bald. Tschüss, Ade.